Hi Leute, das ist Sano hier und willkommen zum Special Report vor Season 2.0 und dem Titelupdate 22. Und das Ganze war, ich habe weniger erwartet, als wirklich gekommen ist. Es sind ein paar Überraschungen drin und die möchte ich mit euch durchgehen schnell. Also passt auf, ne? Es sind viele Sachen drin, die ihr eventuell schon mitbekommen habt, aber wir gehen sie alle durch. Neue Manhunt. Wir müssen Theo Parnell treffen und zu Kina bringen, der schön bei uns in der Zelle sitzt. Dann Season 2.0, ne, die Idee dahinter war, das alte Season-Modell zu beenden und ein neues zu integrieren und die Basis für zukünftigen Content zu bilden, zu schaffen, ne, in dem Sinn. Es kann darauf aufgebaut werden, verbessert und geändert werden. Auch und besonders durch Community-Feedback. Geplant ist, weit über 6 hinauszugehen. Macht Sinn, wenn Division 3 auch wirklich erscheint und es kommt, dass es vielleicht bis dahin laufen würde. So könnte man einen schönen Übergang machen, ne? Wie sie damals bei Division 1 zu 2 gemacht haben. Eine neue Progression gibt es, eine neue Season-Reise. Ne? Das ganze Modell wurde ja gekippt und es gibt ein neues, was deutlich besser ist. Und dabei gibt es 7 Kapitel mit je 8 Aufgaben, wovon 6 abgeschlossen werden müssen, um das nächste Kapitel freizuschalten. Das Ganze ist spielbar ab Level 1. Ne? Das hat man im Stream hat man es auch mal angesprochen. Sehr, sehr cool für alle, die neu reinkommen oder einen Level 1 Char machen wollen. Die können dann die Season-Reise so schön spielen. Aber man wird wahrscheinlich nicht die Story skippen können. Das werden wir mal ausprobieren. Modifikatoren und Modifiers, ne, oder Modifiers, die sich jede Season ändern. In dieser Season ist es Point Blank. Quasi je mehr Reichweite man zum Gegner hat, desto mehr Schaden macht man selbst. Er wurde diese Season extra ein bisschen simpler gestaltet. Die nächsten können aber deutlich verrückter werden. Bekommen wird man Modifier über vorrangige Ziele, das ist neu, passive Modifier, ne, die kommen darüber und die Season Reise an sich, da gibt es die aktiven Modifier für. Angesprochen auf die Manhunt läuft das Ganze jetzt über Scouts, jede Woche wird es einen geben, der die Story vorantreibt und über die schaltet man dann Collectibles frei für die Woche und eine neue Schwierigkeit wird freigeschalten für die Climax Endmission. Wie gesagt, die Collectibles der Woche werden über die Scouts freigeschaltet. Man muss sie nicht in einer Woche machen. Man kann sie nachholen, ne, wenn man es mal nicht schaffen sollte. Man muss aber einen nach dem anderen machen. Und für die Scouts selbst müssen dann kleine Rätsel gelöst werden und Aufgaben erfüllt. Natürlich gibt es auch wieder neues Gear, die neue Exo-Strega und Feedback vom PTS2. Da wurde ein bisschen hin und her geschoben und die 20 Meter Reichweite für die Stacks, was die Strega angeht, die ist zurück. Was die Waffe wieder stärker macht. Die war in der PTS Phase 1 extrem verbuggt. So, das ist auf jeden Fall eine geile Sache. Die war in PTS Phase 2 nämlich bei 10 Metern. Das 20 Meter richtig nice. Der neue Exo-Holster Centurions Scheide. Bin mal gespannt, ob die den so auch übersetzen, weil Scabbard, ich musste selbst übersetzen, ist zu Deutsch Scheide. Klar, ne? Wenn man ein Schwert in eine Scheide steckt. Aber ja, so. Neues Gearset Virtuoso. Und dann gibt's die erste größere Überraschung. Es gibt eine neue Exo-Brust, den Provokateur. Ne, Provocator, die gibt's in der neuen Climax-Mission als Belohnung. Ne, also bei der Endmission der Season. Wichtig dabei, je höher die, ich dachte erst, es wäre an die neue Schwierigkeit gekoppelt, aber je höher die Schwierigkeit, desto höher ist die Chance auf diese neue Brust. Und natürlich, wenn man die in der neuen Schwierigkeit spielt, hat man eine deutlich höhere Chance. Sollte auch meines Erachtens der Anspruch sein, wenn man die Season durchspielt und eh schon starken Charakter hat, dass man den noch stärker macht und dann in dieser neuen Climax-Mission mit dem Meisterschwierigkeitsgrad besteht und dann als Belohnung noch was bekommt, finde ich sehr, sehr cool gelöst. Die neue Meisterschwierigkeit nur verfügbar in der Climax-Endmission. Sie verlangt einem alles ab und wurde extra kreiert mit den Modifikatoren im Kopf. Ja, das heißt, man kann sie auch ohne spielen, wer keinen Bock drauf hat. Das macht die Mission natürlich nochmal einen Ticken schwerer. Um sie freizuschalten, braucht man alle Scouts, wie angesprochen. Änderungen am Season Pass. Gibt keine 2 Strecken mehr, nur noch einen und in dem sind einige Items kostenlos für alle und andere natürlich, die immer den Premium Pass für einen 10er bekommt, ne? Also wie man es in anderen Spielen auch kennt. Komplett neue Aufmachungen, wenn man die entsprechenden Belohnungen anschaut, dann sieht man zum Beispiel kosmetische Items direkt auf seinem Charakter, einfach mehr generelle Infos, um zu entscheiden, ob der Premium Pass wirklich was für einen ist oder nicht. Wir werden das aber auch durchgehen, sobald die Season live ist.
Zum ersten Mal gibt es auch Premium Credits beim Aufleveln des Passes zurück. Kennt man auch aus anderen Games. Das ist die Ingame-Währung, die Division 2 hat. Und ist eine ganz coole Sache. So, dann angesprochen auf die Twitch-Drops für Halloween. Ne? Die könnt ihr bei mir auf Twitch abstauben, wenn ihr zuschaut. Und je länger ihr zuschaut, desto mehr Gramm gibt's dabei. Und es startet nach der Wartung so gegen 18 Uhr. Ja, also nicht direkt, wenn die Wartung fertig ist und die Season live ist. Es wird ein bisschen später freigeschalten. Und das Ganze läuft vom 29. Oktober bis zum 12. November. Also da haben wir locker 2 Wochen Zeit. Das ist eine coole Sache. Das Freunde-Empfehlungsprogramm, das einige vielleicht noch kennen, das hat ein Upgrade bekommen und es startet am 31. Oktober. Dabei bekommen Spieler, die neu geworben wurden, das Hunter-Stinger-Outfit und alle, die jemanden einladen, ein eigenes neues Outfit. Was ich ganz cool finde, das gilt nicht nur für Spieler, die noch gar nicht in Division 2 drin waren, sondern das gilt auch, wenn ihr Leute wieder werbt, die schon länger nicht mehr online waren, ne, die aber sonst immer gespielt haben. Das Ganze quasi vor Juni diesen Jahres. Ne? Also wer, keine Ahnung, März, April, Mai gespielt hat und danach nicht mehr, wenn ihr die entsprechenden Leute zurückholt, dann könnt ihr da das Outfit für abstauben. Finde ich eine ganz coole Sache. Dann auch sehr, sehr geil in Bezug auf Bundles, also Bekleidungsbundles. Es kommt ein Bekleidungsbundle, was ich sehr, sehr cool finde. Eine geile Collaboration ist Division 2 x Stalker 2. Mega. 4 verschiedene Outfits sind darin. Das Datum fürs Bundle steht noch nicht ganz fest, aber die sehen richtig geil aus. Stalker ist eh geil, freue ich mich selbst persönlich auch drauf. Und richtig geile Collaboration. Dann gibt es noch etwas, Halloween-spezifisch, das Lachgas-Outfit. Ne, wer auf Clown steht, der kommt hier auf seine Kosten. Da wird es auch Giveaways geben für dieses Outfit. Wir haben jetzt mal gesagt, dass es auch bei verschiedenen Creatoren die Möglichkeit geben wird, das zu bekommen. Ich kann euch sagen, dass ich davon Stand jetzt noch nichts weiß, ob eventuell, also sollte da was möglich sein und ich kann euch da was raushauen, was ich mega geil fände, um mal so ein bisschen was zurückzugeben, dann lasse ich das euch natürlich wissen. Ne? Ansonsten wird dieses Bundle natürlich auch im Store zu finden sein. So, natürlich sind auch wieder ist ein Winter-Event geplant und mehrere XP-Events sind geplant. Natürlich dieses Mal ohne Bugs. Hoffen wir zumindest. Und im Q&A zu guter Letzt wurde nochmal kurz Hardcore angesprochen. Da ich auch selbst jetzt endlich mal einen Hardcore-Charakter angefangen habe und das wirklich cool fand, cool finde und ich weiß, dass viele von euch das auch gerne spielen. Angesprochen auf das neue Season-Format, das wird mit den Modifikatoren auch im Hardcore-Modus funktionieren. So, und das waren die Sachen aus dem Special Report. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich sehe, dass die Patch Notes auch schon live sind, dass die werden wir auch noch durchgehen. Und ich sage mal, sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.